Also, ganz ehrlich, wenn man das Spiel noch nicht gespielt haben sollte, auch auf Wii U, weil man keine Wii U hat und sonstiges, kauft sich das, lohnt sich. Ich sag sowieso, der nächste Teil, den sie bringen werden, als Deluxe-Version, ist 3D World. Ziemlich sicher eigentlich, weil warum soll es nicht tun? Es macht einfach Sinn. Es macht einfach großen Sinn, dass sie es machen würden. Nicht noch einer, come on! Ach, Bollocks. Warum? Lass mich doch mal das Spiel spielen. Solche Säcke, ey. Überall packen Kometen rein. Du bist ein Komet, du bist ein Komet, du bist überall ein Komet. Ja. Schüttelklappkomet. Ja. Oh Mann. Der flippige lila Münzendauerlauf. Ach du scheiße Scheiße. Gegen den Wind von Nintendo Mario 3D World Port. Ja, natürlich, warum denn nicht? Ganz ehrlich, wenn sie 3D World nicht porten würden, das wäre ja total das Dämliche überhaupt. Sie porten alles, ja, sie porten alles. Warum dann nicht gerade das eine Spiel? Also, das... Da muss ich eben echt mal sagen, also, warum? Wie kommt er drauf? Klar, eine Person, die das Spiel gespielt hat auf der Konsole, die sagen immer, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, hier und da. Aber die können den anderen Leuten nicht und die sehen das, fuck, aus dem Dingesstand raus nicht. Aus Nintendos Stand raus nicht. Im Grunde genommen können sie alles, was sie auf der Wii U hatten, könnte Nintendo porten und sie würden da Gewinn rausmachen. Beziehungsweise sie würden, naja, sie würden es zum einen Gewinn rausmachen und zum anderen würden sie mehr Spieler erfreuen als Verachtung bekommen. So, hier die Münzen, da die Münzen, da die Münze, da die Münze, da mal rüber, genau. Nein, 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 es funktioniert zweimal, shit. Hi-Hachi, oh, Hi-Hachi für Smash wäre, könnte funktionieren tatsächlich, ja, könnte sehr gut funktionieren. Wir haben Street Fighter Charaktere, brauchen wir noch Tekken Charaktere. Ja, könnte gut klappen. Unter Herzschi wird sich gut anbieten. Was wir nicht brauchen, sind noch mehr Pokémon Charaktere. Also diese speziellen Pokémon aus Pokémon Tekken. Pokémon. Das Pikachu ist zwar schön und gut, aber naja. Mehr braucht man wirklich nicht. So. Da hoch. Da hoch. Gut. Elektrozaun. Oh Mann. So. Gut, einmal hier hoch. Das läuft doch hervorragend. Oh, Kettenhunde sind gemeingefährlich hier. Oh Gott, der wollte mir fast nicht den Dingens geben. Den Dreher. Uiuiui. So. Achso, wollte ich demnächst mal. Oh nein, 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 nein. Oh, nimm den Schaden, nimm den Schaden, nimm den Schaden, nimm den Schaden. Heilige Scheiße, du. Oh, Alter. Ich wollte demnächst mal. Ich nehme den Schaden, ich nehme den Schaden, ich nehme den Schaden. Ein bisschen mehr in Fighting Games reinschauen. Sowas wie Street Fighter oder Mortal Kombat und sowas.
Das macht mir sehr, sehr viel Laune, das anzuschauen tatsächlich, weil es sehr, sehr strategisch hervorgeht. Ich muss halt nur die Charaktere lernen und sowas. Puh, das war ziemlich hektisch am Ende. Wow. 34. Wehe. Wehe, es kommt noch so ein Scheißding, ja. Shao Kahn vor Smash. Fuck. Nicht noch einer. Shao Kahn, nein. Shao Kahn kommt nie in Smash. Nein, 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 nein. Eher. Viel, viel, viel eher kommt, wirklich ein Mortal Kombat Charakter in Smash rein. Also, irgendeiner. Aber nicht Shao Kahn. Und da würde ich echt sagen, Raiden. Oder Raiden, wie auch immer man ihn nennen mag. Oder sowas wie Scorpion oder Sub-Zero. Einer von den dreien. Ich würde sagen, Raiden eigentlich am ehesten, weil der ist am wenigsten schlimm. Also, er ist am wenigsten blutig. Von den ganzen Typen. Und Sub-Zero könnte einfach von seiner Proportion her mit alles einfrieren echt mies werden. Echt mies. Lila Münzen, Rutschpartie. Nein. Okay, das ist mies. Verfehl eine. Oh, du musst das ganze Level von vorne spielen. Oh, Alter. Das. Oh, das ist böse. Okay, das wird ein paar. Das wird ein paar Versuche brauchen. Oh, Backe. Was hast du denn hier so Schönes? Ich hatte 140 leere Münzen, aber ich war ungeschrieben, man hat sie alle ganz rotspart verteilt. Oh, Gott sei Dank. Es sind mehr als 100. Oh, ich habe schon einen verfehlt. Wieder ein paar verfehlt. Okay. Wenn die Kamera bitte so bleiben würde, dass man alles Mögliche erkennen kann, wäre super, aber naja. Geht ja auch so. Wow. Ich werde schon wissen. Ich werde eine wird mir fehlen. Never mind, ich habe über 100. Wow. Hey, first try. Nice. Gehe ich einen Bonus für die drei? Ein Bonus? Irgendwo drei weitere Münzen oder sowas? Huch. Vielen lieben Dank. Dach oder schon ab. Stern. Gut. Wunderschön. Wenn wir jetzt keinen Komet mehr haben, dann würde ich gerne noch kurz eine kleine Pause machen und mir kurz was in die Mikrowelle reinballern. Bitte kein Komet mehr, bitte kein Komet mehr, bitte. Nein! Why? Warum tust du das? Warum tust du das Spiel? Why? Was habe ich dir getan? Du bist ein riesen Arsch oder Spiel, ehrlich. Was ist das Risikokomet? Auf Zeit? Beeilung, hoch mit dir, Turbo Yoshi, was? Turbo Yoshi? Ach du Heilige. Oh, bitte nicht auf Zeit, weil der letzte Teil davon ist echt scheiße. Das ist einfach nur eine schwere Version von dem Level. Es ist auf Zeit. Oh, oh, es ist auf Zeit, es ist auf Zeit. Und hier fallen überall die Brocken runter. What the fuck? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ist das so eine Super Pepper oder was? Holy shit, die hört gar nicht mehr auf.
Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 hör auf. Hör auf, gemein zu sein. Das mag ich nämlich gar nicht. Hör auf damit, das Spiel. Oh, what the fuck? Scheiße. Komm, Yoshi. Hey. Du bist mein kleiner Yoshi. Yoshi, Yoshi. Komm schon, lauf. Gut. Ah, er brennt noch. Lauf. Gut. Soweit so gut. Diesmal Yoshi nicht runterfallen, okay? Dankeschön. Gut. Oh Mann, jetzt kommt dieser beschissene Teil hier mit den Dingens im Weg. Gar keine Dingens im Weg. Hier fallen Meteoriten runter, what the fuck? Okay. Bewegende Plattform, ich liebe es, what the fuck? Nice. Nice, nice. Okay, ich habe eine Minute 20 dafür. Mist. Okay. Eine Minute 5. Und... Hohoho, geschafft. Holy shit. Yes. Heil Scheiße, Mann. Heil Scheiße. Oi, oi, oi. Wann habe ich mit One Piece angefangen? Zu schauen. Das war damals auf RTL 2. Also, als es damals angefangen hat mit One Piece. Also, müsste... Ich glaube Folge 7 rum gewesen sein, 7 oder 8 rum. Hab natürlich dann die vorherigen Folgen nachgeholt. Ha, oh, yes! Keine verkackten Kometen mehr! Oh, oh, ich bin befreit. Ein Hoch auf unseren Steuermann, Steuermann, Steuermann! Auf Okito? Damals hieß es glaube ich noch anders. Arm gestoßen. An der fucking Tür. Scheiße. So. Da bin ich wieder. Knapp 2 Minuten oder so, ne? Was war das? So. Das Baguette ist eben im Verlies. Ich meine, in der Mikrowelle. So, jetzt knappe 20 Minuten. Heißt, ich bin so gegen Viertel nach mal kurz weg. Ja. Mal schauen, wie es dann wird. So. Aber wir... machen weiter bis dahin. Wie viele Helden schaffen wir? Eine? Zwei? Wir schaffen auf jeden Fall ein paar. Auf geht's in Welt Nummer 3 zurück. So, was haben wir da so Schönes? Wir haben die Röhre, die zum Boss führt. Richtig? Hm. Und wir haben die Frostflocken-Galaxie und die Galaxie da oben. Die Gruselater-Galaxie. Zu welcher soll man gehen? Ihr dürft entscheiden.
Zu welcher Galaxie gehen wir? Die Gruselätter-Galaxie mit den Buhus? Oder die Frostflocken-Galaxie mit den eisigen Statuen von Bowser? Ah, oh, nicht schlecht. Schnee. Aber sind Geister nicht auch nur Schnee? Denk mal drüber nach. Auf geht's ins Eisgebiet. Mein Schneegebiet. Ein Schneebowser im Lavasee. Warum muss da Lava sein? Klar, Wechselwirkungen. Da wo Eis ist, muss auch Feuer sein. Oder wo kalt ist, muss auch heiß sein, aber. Uff. Na gut. Oh, schön hier. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Oder so, keine Ahnung. Wo finde ich die Story besser? One Piece oder Fire Emblem? Das Ganze echt schwer vergleichen. Jetzt mal ohne Scheiß. Da ist ein Hase drin im Dingen. Cool. Das kannst du echt schwer vergleichen. Story von One Piece ist eine in sich gebundene Dingens, die immer noch weitergeführt wird. Bei Fire Emblem hast du keinen großen Zusammenhang zwischen mehreren Teilen. Außer, dass die in derselben Welt spielen irgendwo. Naja. Hi! Siehst du diese sonderbare Schneeskulpturen? Ich habe Angst vor ihnen, darum bleibe ich mir hier. Hoppeldopp. Okay. Ich brenne dein Haus wieder, ich brenne dein Haus wieder. Haha, ich brenne dein Haus ab. Ich brenne dein Haus ab. Oh, ich hab den Gegner getroffen. Auch nicht schlecht. So, ist da bei dir? Siehst du diese sonderbaren Schnee? Wo denn? Ich hab da alle weggemacht. Oh, ich brenne dein Haus ab. Ich brenne dein Haus ab. Ah, stirb, brenne dein Haus. Stirb, brenne dein Haus ab. Funktioniere. Ah, genug Strom. Hab extra nochmal vorhin beim Einkaufen Batterien geholt. Hilfe. Oh damn, das Ding ist weggeflogen. Hi. Hier gibt es einige sonderbare Schneeskulpturen. Hoppeldi hopp, wie furchterregend. Hoppeldi hopp. Hoppeldi hopp, sterbt. Sterbt ihr Schneeskulpturen, das kriegen wir doch hin. Dappi dudi, dappi dudi dadi. Hey, one up. Mist. Ja, zumindest das One-Up gekriegt. Findest du es scheiße, dass Naruto und Ruffy nicht in Smash reinkommen? Was sollten die auch in Smash? Das sind keine Videospielcharaktere. Das sind keine Videospielcharaktere. Klar, sie haben Spiele, aber sind grundsätzlich Manga-Charaktere. Und da wurde ganz nativ gesagt, die kommen nicht rein. Gleich gilt für Goku. Wird auch keinen Sinn ergeben, ganz ehrlich. Kann auch genauso gut sagen, hey, wir bauen jetzt einfach mal, na, wie heißt der ein? Wolverine, zum Beispiel. Das war ein Schnee. Auch nicht schlecht. Ich kann hier alles zerstören, ist ja lustig. Da gibt es bestimmt irgendwann einen Teil mehr Secret, richtig? Mist, ich wollte gerade werfen. Na. Na los. Holen wir noch eine Feuerfigur. Zerstören wir hier alles, was wir finden können. Wäre doch geil, oder nicht? Nö. Gar nicht. Warum? Es wäre ein verschwendeter Platz. Eines Charakters. Meiner Meinung nach. Oh, das sind Mengen Münzen. Charakter, der es verdient hätte, reinzukommen. Das war ein richtiger Baum. Auch nicht schlecht. Da ist eine Röhre. Röhre. Hallo. Oh, Affenmann. Hi.
Willkommen bei einem weiteren Spiel mit dem Wanderaffen. Hast du Lust auf etwas Neues? Ganz einfach, Eislaufen und Gegner treffen. Nimm dich vor Stacheln in der Nacht. Machst du mit? Klar. Neben dem, was für Verschwendung? Das wäre Verschwendung in einem Videospiel, wo Videospielcharaktere gegeneinander kämpfen, Charaktere einzupacken, die keine Videospielcharaktere sind. Diese Powerstellen gehört dir, wenn du 500 oder mehr Punkte schaffst. Gib dir also etwas Mühe. Okay. Oh mein Gott, das ist ein Hau den Lukas mit S-Fahren. Oh, ich hab einen verfehlt. Noch einen verfehlt. Hab's, jawohl. 620. Ey, first try. Sehr gut, das waren 620 Punkte. Nach dieser Leistung muss ich den ganzen Rivalen akzeptieren. Noch gibt es ein paar Sterne als Belohnung. Jawohl. Kampfspiele eher in 3D oder 2D? 2D. Könnte ruhig 3D aussehen, ja. Allerdings sind 3D-Kampfspiele immer so, etwas schwierig.